Dank. Vielen Dank auch für die Einführung. Dann auch mal herzlich willkommen von mir an alle, die jetzt zugucken und zuhören zu dieser Diskussion. Wir sind im Gut Reichenow und was Orte wie diese zu tun haben mit der Verkehrswende, werden wir vielleicht auch nochmal diskutieren. Zunächst möchte ich aber gerne nochmal auf den Titel blicken, Spurwechsel, wie die Mobilitätswende auf dem Land gelingt. Da werden ja zwei Begriffe zusammengeführt, die oft gar nicht zusammen gedacht werden. Also wenn wir über Mobilitätswende oder Verkehrswende sprechen, dann geht es oft um die Stadt, dann geht es darum, dass irgendwie die Friedrichstraße zur Fußgängerzone wird oder der Bergmann-Kiez nochmal wieder neu gestaltet wird. Aber wenn man mehr darüber nachdenkt, dann wird eigentlich deutlich, dass die Verkehrswende vor allem auf dem Land eigentlich gelingen muss. Denn in der Stadt kann man ja schon ohne Auto, ist man gut mobil, und auf dem Land eben nicht. Und Einpendler vom Land sind auch Teil des Verkehrsproblems der Stadt. Also da gibt es ja einen klaren Zusammenhang auch. Deshalb habe ich mich sehr gefreut heute auf die Diskussion und möchte Ihnen jetzt erstmal die Gäste vorstellen. Und zwar sitzt zu meiner Linken Bastian Kettner. Bastian Kettner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Ingrid Remmers, der verkehrspolitischen Sprecherin der Linken im Bundestag. Er ist auch Co-Autor der Broschüre Nachhaltig mobil für gute Lebensqualität auf dem Land. Das klingt jetzt erstmal bescheiden, aber ich hatte beim Lesen das Gefühl, es ist schon so eine Art Anleitung für die Verkehrswende auf dem Land. Also, ist es mit einem großen Anspruch formuliert. Er hat in Marburg und Erfurt studiert und ist in Marburg war es Politikwissenschaft und in Erfurt dann Stadt- und Raumplanung, ist also ausgebildeter Stadt- und Raumplaner. Und das fand ich besonders spannend, nicht nur war er sozusagen im Stura aktiv, das muss ich wahrscheinlich jetzt hier den Brandenburger nicht erklären, aber vielleicht für Westdeutsche, die zuschauen, das ist sowas wie der ostdeutsche Aster. Und zwar als Rat organisiert, aber auf jeden Fall dort war er verkehrspolitischer Sprecher, wenn man das so formulieren darf. Ist das so korrekt? Verkehrsreferent bzw. Mobilitätsreferent. Okay, sehr gut. Und er hat in dieser Funktion auch ein eigenes Fahrradleihsystem aufgebaut. Das heißt, Sie haben auch Erfahrung mit neuen Verkehrsangeboten und wie man das umsetzt. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Dann zu meiner Rechten sitzt Karl Weißmuth. Entschuldigung, falsch ausgesprochen. Er ist Infrastrukturexperte und Ingenieur, oder er ist Ingenieur und hat ein eigenes Ingenieurbüro. Ist darüber hinaus aber auch, ich sag mal, gesellschaftspolitisch aktiv und mischt sich in verkehrspolitische Debatten ein. Und zwar ist er Mitbegründer von Gemeingut in BürgerInnenhand. Und auch heute noch Vorstand. Das ist ein Bündnis, was sich einsetzt für Infrastruktur in BürgerInnenhand, würde ich jetzt mal so einfach übersetzen. Und er ist auch aktiv beim Bündnis Bahn für alle, das die partielle Privatisierung der Deutschen Bahn kritisiert und sich für eine andere Verkehrspolitik einsetzt an der Stelle. Zudem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und sie schreiben auch sehr viel und haben zusammen mit Winfried Wolf das Buch geschrieben. Verkehrswende, ein Manifest. Das liegt auch dort. Manchmal die Zahlen noch nachschlagen. Ja, ich hätte mir nämlich einen Witz dazu überlegt, nämlich das Manifest ja doch ein wuchtiger Begriff ist, wenn ich das Gefühl habe, dass alle, die sich für die Verkehrswende einsetzen, doch auch das mit einem Bekenntnis verbinden. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, warum das so ist. Sehr gerne. So, dann zu meiner Linken sitzt Eleonore Hamel. Sie nennen sich Urban Designerin, auch das ist ein spannender Begriff, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Und Sie sind Mitbegründerin des Denk- und Designbüros Studio Amore. Und Ihr Arbeitsfeld liegt an der Schnittstelle räumlicher und gesellschaftlicher Transformation. Und dabei gucken Sie ganz besonders auch aufs Land. Sie sind nämlich auch Co-Autorin des Buches Ländliche Verheißung, Lebens- und Arbeitsprojekte rund um Berlin.
Und wie ich eben im Vorgespräch erfahren habe, auch selber auf dem Sprung nach Brandenburg, sage ich jetzt mal. Außerdem forschen Sie beim Thünen-Institut für Regionalentwicklung über die Entwicklung ländlicher Räume. Und ich glaube, damit zusammenhängt auch das Bürgerwissenschaftsprojekt Landinventur. Auch das sehr spannend, weil es sozusagen, ja, wie der Name schon sagt, erfassen will, welche Institutionen, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, welche Infrastruktur es im Land überhaupt, auf dem Land überhaupt gibt. Ich glaube, vor allem in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, oder? Genau. Und damit setzt es natürlich auch einen gewissen Kontrapunkt gegen das Klischee vom verlassenen Land, wo nichts mehr ist, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir die Runde noch ein bisschen erweitert. Ganz links und ganz rechts im Stuhlkreis sitzen jetzt noch zwei Mitdiskutanten. Jetzt muss ich einmal blättern. Genau. Da haben wir einerseits Julia Paas. Sie haben ein Mitfahrprojekt gegründet, und zwar die Pampa Mitfahr-App, oder mitgegründet, wäre das korrekt formuliert? Ja, ich war beteiligt am Gründungsprozess, war aber nicht Gründer. Okay, ja, wunderbar. Und zu meiner Linken sitzt Thomas Winkelkotter. Auch Sie haben ein neues Mobilitätsangebot mitgeschaffen, und da werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen, was genau das ist und wie genau das ablief, welche Probleme es vielleicht auch gab, etc. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Inventur ist immer ein schönes Stichwort. Wie ist die Inventur hier? Damit fangen wir an. Ich wollte Sie mal fragen, wie zufrieden sind die BürgerInnen mit Mobilität auf dem Land? Da muss ich vielleicht erst noch mal ein bisschen ausholen und ganz kurz erzählen, worum es uns bei dem Projekt eigentlich geht. Weil klar. Genau diese... es ist keine Bürgerbefragung in dem Sinne, zu sagen, wie so eine politische Umfrage, wie zufrieden sind Sie mit, sondern wir haben das Projekt gemeinsam mit den Leuten auf den Dörfern entwickelt und eben auch die Themen und Fragestellungen entwickelt. Uns ging es darum, zu erfassen, was macht eigentlich das Dorf heutzutage noch aus, was gibt es da eigentlich noch, und wirklich auf das Dorf selbst zu schauen. Also, weil gerade heute werden die Gemeinden, die Landkreise immer größer, und da werden die Statistiken erhoben, aber die liefern eigentlich ein sehr unscharfes Bild, weil sie eben einerseits viel größere Räume erfassen, weil sie vieles nicht erfassen, zum Beispiel, wo die Leute gemeldet sind. Also oder nur, wo die Leute gemeldet sind, aber nicht, wo sie auch leben. Und gerade hier im Umfeld von Berlin oder in so Projekten wie hier in Reichenau merkt man ganz schnell, die Leute sind zwar in Berlin vielleicht auch gemeldet, aber leben genauso schon hier draußen oder teilen sich da rein. Also es gibt ein viel differenzierteres Bild, was wir versuchen zu erfassen. Und bei den Themen, die wir eben gemeinsam mit den Leuten überlegt haben, was braucht es, um so ein Dorf zu beschreiben, da kam eben auf, so wer lebt da eigentlich, wie wird da gewirtschaftet, also was für Betriebe, was für Firmen gibt es eigentlich vor Ort, was wird angebaut, also die Bedeutung von auch Garten und dem selber machen, was ja eben auch das ist, was das Leben auf dem Dorf mit zum großen Teil ausmacht, und Engagement. Und was eben nicht dabei war, ist das Thema Mobilität. Weil wir eigentlich gemerkt haben, oder die Leute auch uns sehr schnell gespiegelt haben, dass die Mobilität eigentlich nicht als ein Problem war. Was natürlich erstmal irgendwie daher kommt, ist, glaube ich, der größte Teil der Menschen hat ein Auto, fährt hier rum, und dieses individuelle System, das ist natürlich, also das funktioniert jetzt erstmal so an sich. Man kommt gut von A nach B, klar, es bleiben junge, alte außen vor, wie Sie auch schon gesagt haben. Und wenn man eben auf Klima und Ressourcen guckt, ist das sicher nochmal ein anderer Blickwinkel, aber sozusagen von vielen, die wirklich auf dem Dorf leben, ist es erstmal kein Problem, kein Leidensdruck, so haben wir wahrgenommen. Was wären denn die klassischen Wege, die Leute zurücklegen? Na, ich glaube, das sind tatsächlich diese Alltagswege natürlich zur Arbeit, zur Schule. Das ist vielleicht auch tatsächlich eine interessante Zahl. Also wir haben gefragt, wann sind die Leute eigentlich im Dorf? Von den Dörfern, die wir in Brandenburg haben, das sind noch nicht so viele, sind es eigentlich fast 60% der Leute, die nur abends da sind. Im Schnitt von den ungefähr 170 Dörfern, die insgesamt auch in Mecklenburg-Vorpommern schon erfasst sind,
sind es immer noch die Hälfte, die eigentlich tatsächlich auspendeln jeden Tag, um arbeiten zu gehen. Was heißt auspendeln? Ist es dann ins Nachbardorf oder sind das längere Strecken? Das ist unterschiedlich. Meistens wahrscheinlich natürlich eher die nächste Kleinstadt, größere Stadt. Ich glaube, hier so nah dran an Berlin ist immer auch nochmal irgendwie ein Sonderfall. Also ich glaube, diese Verbindung zu so einer Großstadt, die dann so nah ist, prägt dann doch auch noch mehr irgendwie das Umland. Und ja, der Teil, die wirklich sozusagen mehr oder weniger auf dem Dorf bleiben, vor Ort arbeiten, sich jetzt vielleicht mal zu einem Besuch oder irgendwie zur Kita ins Nachbardorf bewegen, ist eher ein geringerer Teil. Also das sind eigentlich nur so 30, knapp 40% im Schnitt oder sowas. Jetzt haben wir gehört, so richtig ein Problem haben die Leute auf den ersten Blick nicht. Sie haben aber trotzdem beide auch versucht, Alternativen zu schaffen. Vielleicht, woher kam da die Motivation, eine Alternative jenseits des eigenen Autos zu schaffen? Also ich würde erst mal fragen, wen habt ihr befragt? Also wer antwortet, wir haben kein Problem mit der Mobilität? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute. Also ich glaube, es sind im Schnitt, glaube ich, eher die Leute, die einfach so auf dem Dorf leben. Jetzt nicht so der klassische Berliner, der da in seinem Projekt gerade rausgekommen ist und vielleicht dieses urbane Gefühl von, ich will kein Auto haben und ich finde es auch, es ist so, entspricht nicht diesem Mindset. Die sind es vielleicht eher nicht, sondern tatsächlich der große Teil der Bevölkerung. Also dann eher so die dann doch eher, also die in Arbeit sind, die über Autos verfügen. Genau. Also ich würde das, kann das nicht so sagen. Also das Problem der Mobilität ist hier im Dorf allgemein bekannt. Also auch, also alle müssen zwei Autos haben, da ist niemand glücklich drüber. Also ich würde so nicht teilen, diese Erhebung, die jetzt euer Verein da gemacht hat. Und würde schon sagen, dass es eben, also nicht nur aus einem eigenen Leidensdruck, sondern schon auch aus einer Erfahrung, aus dem, was ich im Dorf gespiegelt bekommen habe, bin ich da zu der Idee gekommen, das selbstverantwortlich zu organisieren. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das nochmal ausführen soll, also zu machen. Und zwar ging es darum, also es ist eine Idee, die ich schon lange Zeit mir im Kopf rumschwirrte, eigentlich schon nachdem die Bahnstrecke hier stillgelegt worden ist vor über 20 Jahren, also genau genommen 22 Jahren, dass es absurd ist, dass eben dann jetzt der Hohl- und Bringeverkehr zur nächsten S-Bahn-Station, die 50 Kilometer von hier liegt, oft parallel läuft, dass man dann an der S-Bahn-Station plötzlich zwei, drei andere auch noch trifft. Also es war sozusagen dann mein Erlebnis, oder wenn man sich da trifft, ach, du holst auch jemanden ab, und ja, oder ich bringe gerade jemanden und so, das ist nicht organisiert, also es ist überhaupt keinen Grad der Organisierung gab. Und dass dann meine Erfahrung, dass beim Trampen, also ich habe dann einfach gesagt, ich trampe jetzt nur noch, ich lasse mich nicht mehr abholen, dass mich immer wieder Leute aus dem Dorf mitgenommen haben, die mich mittlerweile kennengelernt haben durch meine Aktivitäten, die wir hier im Dorf entwickelt haben, und dann immer als erstes, was sie gesagt haben, ich nehme dich jetzt nur mit, weil ich dich kenne, ansonsten nehme ich keine Leute mit, die am Straßenrand stehen. Und ich dachte, man muss also sozusagen was schaffen, was so eine Identitätserklärung bringt, also sozusagen so eine Art Ausweis, oder man muss sich irgendwie erkennen und so. Und dann habe ich halt diese Geschichte, Trampen 2.0 haben es manche genannt, also dass man sich über so einen Ausweis gegenseitig die Identität preisgibt, um so sozusagen sich zu erkennen zu geben. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dich gleich ausrauben wird, wie ja fast jeder Trampen das mal bin, sondern ich will eigentlich nur mitgenommen werden. Das war das Angebot, was dann über die Robert-Bosch-Stiftung im Jahr 2013 auch gefördert wurde. Das Angebot habe ich dann entwickelt. Wie ist das Angebot? Mobil, also aus diesem Kürzel hier, MOL, mobil, war dann relativ einfach. Also das Angebot war dann einfach, sich auszuweisen gegenseitig, mit einer Plakette am Straßenrand zu stehen und sich zu erkennen, um dann diesen Autoverkehr, der sowieso stattfindet, eben, also um die Verkehre zu bündeln, durchs Trampen. Das ist ein prima Angebot gewesen, ist aber nicht angenommen worden. Okay. Also, und die große Angst war, also was die große Erkenntnis, auf die ich vorher niemals gekommen wäre, war, dass sich fast niemand traut, sich an Straßen anzustellen und somit zu erkennen gibt, dass er jetzt nicht gerade über ein Auto verfügt. Okay, also letztlich eine Art. Scham. Ja. Ja. Und ich sag mal, dieses Kärtchen hat dann nicht ausgereicht, um das zu überwinden. Nee, also man ist ja erkennbar in dem Moment. Also darum ging es mir auch, um die Erkennbarkeit. Um die Erkennbarkeit, da gibt es einen Versuch der Selbstorganisation, sich zu erkennen, zu geben. Das hat kaum jemand von der Ursprungsbevölkerung, würde ich mal sagen, kaum jemand gemacht. Also weil dann
doch eher die Scham, darüber erkannt zu werden. Ich stelle mich jetzt hier an den Straßenrand und warte auch nicht auf den Bus, der jetzt hier auch noch einmal kommt, und habe kein eigenes Auto. Das ist dann doch so eine große Hürde, die ich selber nicht erkannt habe, die sich aber als doch sehr hinderlich erwiesen hat. Wie war das bei Ihrem Projekt? Ja, wir haben da eigentlich angeschlossen, also wir kannten das Projekt ja auch schon, wir hatten auch so eine Plakette und haben das aber irgendwie auch, glaube ich, bei uns in der Familie, so im Alltag nicht so einbinden können, weil man dann ja auch nicht hundertprozentig weiß, welche Bahn man kriegt, wenn man sich mitnehmen lässt. Und da gab es dann eben ein Förderprogramm, kurze Wege für den Klimaschutz, und da haben mein Freund und der Martin Buke haben sich zusammengetan und haben gesagt, okay, dann wenn man dafür eine App hat, dann funktioniert das vielleicht besser, dann kann man schnell, länger im Voraus planen, wann man wohin will, und dann können Leute sich verabreden über diese App und sich dann eben vorher auch über diese App eben schon kennenlernen, vielleicht auch nur die Leute hinzufügen, die man schon kennt, und darüber dann eben Vertrauen schaffen und sich verabreden. Dann, diese App wurde programmiert, allerdings mit einem Budget, was halt nicht ausreicht, um eine vollumfassende App zu programmieren, weil da einfach auch noch Eigenanteile notwendig waren, die wir dann jetzt nicht in dem Maße aufkriegen konnten. Und im Nachhinein hat es tatsächlich, glaube ich, auch, wäre es wichtig gewesen, ebenso viel Geld auch nochmal dafür zu investieren, mit den Leuten dieses Prinzip des gemeinsamen Fahrens überhaupt nahezubringen. Denn daran hat es tatsächlich dann nachher auch, hat es einfach gehapert, dass genug Leute das in Anspruch genommen haben. Also es war eigentlich der Wille da, das zu machen. Es gab auch Interesse. Aber halt vor allen Dingen wieder, wie bei dir, Thomas, das Mitnehmen und das selber Fahren eben weniger. Und da kam dann noch hinzu, dass es von der Programmierart so war, dass man eben Angebote einstellen musste und nicht Anfragen stellen konnte. Okay. Und deswegen haben ganz viele Leute immer wieder ganz brav ihre Angebote reingestellt, aber es haben wenig Leute nachgefragt, und dann frustriert das irgendwann und dann macht es halt keiner mehr. Und das war so ein bisschen das Problem. Und wir haben, also ich persönlich führe das auch einfach darauf zurück, dass das Auto einfach das hat einfach einen hohen Stellenwert hier auch im Leben der Menschen. Also es ist einfach ein persönlicher Raum, und es ist, wird, glaube ich, von vielen auch ein Stück weit als Identität wahrgenommen. Und das einfach beiseite zu lassen, ist irgendwie schwierig. Und auf der anderen Seite sind die Leute aber total hilfsbereit und nehmen einen mit. Wir haben Dorf-WhatsApp-Gruppen, die jetzt mittlerweile funktionieren, und die eigentlich diese Pampa-App hätte noch viel besser funktionieren können. Da schaut man, kann mich irgendjemand, ist irgendjemand ein Strauß, wer kann mich mitnehmen von der S-Bahn, ich komme hier nicht weg, da kriege ich 3 Nachrichten sofort. Und also die Bereitschaft ist eigentlich da, und es braucht eigentlich nur die kritische Masse. Und ich denke eigentlich, wenn jetzt diese Pampa-App, wenn die sozusagen etwas später gekommen wäre, zu einem Zeitpunkt, wo dann eben zum Beispiel das Hof-Predico-Projekt schon bewohnt gewesen wäre, mit der kritischen Masse von vielleicht 40 Leuten, die das schon mal angeschoben hätten, dann wäre das vielleicht. Was ist das für eine Gruppe, die mal beim Hof-Predico lebt? Oder also weil sie sagt, leben wird? Genau, ja. Also das ist einfach ein ein genossenschaftliches Wohnprojekt, wo dann jetzt in den nächsten 1-2 Jahren 50 Personen umziehen werden, und die halt alle mit diesem Mindset auch unterwegs sind, ja, wir machen Carsharing, wir nehmen uns gegenseitig mit, wir organisieren uns die Kinder gemeinsam zur Schule, zu den Kitas, das wäre vielleicht ein guter Start gewesen. Aber so hat es einfach gehangen. Jetzt haben wir schon so viele, viele spannende Aspekte, dass einerseits das Auto einen hohen Stellenwert hat, andererseits man keineswegs sagen kann, alle sind zufrieden, weil es dann doch Leute gibt, die entweder nicht 2 Autos haben wollen oder die Probleme haben, ihre Mobilität zu organisieren. Und dass es informelle Systeme gibt, die ganz gut funktionieren, eine WhatsApp-Gruppe, aber eventuell auch, vielleicht nicht so gut, wie so eine richtige App funktionieren würde. Jetzt stelle ich nochmal in die Runde, was muss sich denn dann verändern, damit Alternativen zum Auto sich durchsetzen, neben vielleicht oder dem Aspekt, dass es eine kritische Masse braucht, was natürlich sicher ein wichtiger Punkt ist. Also, ja. Ja, was muss ich ändern? Also
Zum einen würde ich auch, glaube ich, die These eher stützen, es gibt ein Mobilitätsproblem. Mhm. Dass es eine Gruppe auf dem Land gibt, die Autos hat und auf dem Straßennetz damit fahren kann, das glauben wir alle. Und dass die, solange sie ein Auto haben und so, oder solange sie damit fahren können, im Grunde genommen davon profitieren, das ist klar. Aber das ist noch nicht das ganze System ländlicher Raum und das sind auch nicht alle Leute hier. Es ist, glaube ich, noch nicht mal eine Mehrheit, wenn man mal genau zählt. Das sind einfach Leute, die über 18 sind und unter einem bestimmten Alter. Mhm. Wer irgendeine Einschränkung hat, eine Sehbehinderung, Jugendliche, Kinder, das ist immer eine große Menge von Leuten, die können schon mal gar nicht fahren. Mhm. Also das ist, und dann kommen noch die sozialen Fragen dazu, das hatten wir auch schon angesprochen, dass es Leute gibt, für die jetzt sich praktisch ein Auto zu kaufen, immer noch eine große Anschaffung ist. So, mhm. Das ist erstmal das Problem ist vorhanden. VCD Brandenburg sagt das auch ganz klar. Oder man kann es auch in krassere Zahlen bringen. 10% auf dem Land, das sagen so etwas ältere Erhebungen, haben überhaupt keinen Zugang zu einem öffentlichen Nahverkehr, die Fußläufigkeit oder zu einer Haltestelle, wo der Bus öfter fährt als viermal am Tag. Mhm. Mhm. Oder zwei Drittel haben keine Schule in fußläufiger Entfernung, etwa die Hälfte keine Apotheke und so weiter. Mhm. So, jetzt haben wir diese beiden Lösungen gehört, die aus der Not entstanden sind, aber auch wieder eingegangen sind. Und ich würde, sag mal jetzt ganz provokativ, gut, wir haben ein Manifest geschrieben, da gehört die Provokation dazu. Das ist zu klein, das muss eingehen. Das ist richtig und das ist wichtig, das müsste in die Richtung gehen, aber das ist zu klein. Mhm. Damit lässt man die Leute auch verhungern. Da reichen auch 50 zusätzliche auf dem Hof nicht. Und es hat auch die Tendenz der Notlösung. Denn im Grunde genommen, was wird da organisiert? Das ist im Grunde genommen ein Ersatz öffentlicher Verkehr, den man versucht wird nachzustellen. Man sagt, man hat die Straßen und man hat die Betriebsmittel der Autos. Mhm. Und jetzt versuchen, wir haben aber keine Busfahrer. Und keine Lizenzen sozusagen für den Personenbeförderungsverkehr. Jetzt versuchen wir das irgendwie so hinzukriegen. Sowas ist richtig und kann vielleicht mal für einen kurzen Moment den Bedarf decken, aber wir haben ja einen viel, viel größeren Transportbedarf. Mhm. Mhm. Ich glaube auch in Richtung der Frage, die Leute haben kein Problem, dass es auf dem Land nicht das Problem gibt wie in der Stadt, dass die Autos einem auf den Geist gehen, weil die stinken. Das entfällt hier. Das merkt man nichts. Verkehrschaos und so weiter, das kennt man hier nicht. Mhm. Die Autos sind aus dieser Hinsicht überhaupt kein Problem. Mhm. Gibt auch kein Parkplatzproblem und so weiter. Die Autos stören nicht. Die helfen nur und sind so noch ein bisschen Identitätserweiterung. Und Klimabelastung und so weiter, das sind ganz abstrakte Themen. Das heißt also, was in der Stadt zu viel ist, das ist auf dem Land der Mangel. Mhm. Dass man, und bei dem Mangel ist es so, der macht sich eher da bemerkbar, dass das Land abstirbt. Mhm. Die Leute, die hier mit der Mobilität dauerhaft nicht klarkommen, die ziehen weg. Mhm. Und deswegen hat man ja praktisch diese Landflucht und die Stadtverdichtung. Diese beiden Probleme gehören zusammen. Was ist denn die Alternative? Und die Alternative, um das sozusagen erstmal knapp auf den Punkt zu bringen, man muss unbedingt ganz groß denken und wenn man das Land noch mal irgendwie halten will, wenn wir es nicht dafür entscheiden zu sagen, es hilft nichts, wir können es uns als eines der reichsten Länder der Welt nicht leisten, einen flächendeckenden Verkehr bereitzustellen. Es müssen alle in die Stadt. Mhm. Dann muss man das am Anfang jetzt mal sagen. Muss man sagen, weg mit dem Land, alle in der Stadt. Da können wir das organisieren, in der Fläche geht es nicht. Ich glaube, das hat aber nicht so viel, sage ich mal, politische Mehrheit. Deswegen, man will das Land erhalten, man will sogar Projekte unterstützen, dass die Leute wieder zurückgehen aufs Land. Mhm. Und dann muss man unbedingt diesen öffentlichen Verkehr wieder aufbauen. Und dann braucht man die Projekte, weil die sind die ganze Zeit da und halten den Bedarf sozusagen hoch und sagen, es gibt das noch, es gibt diesen Bedarf noch. Mhm. Und es gibt Leute, die Erinnerung haben und sagen, vor 22 Jahren vorher noch der Zug. Mhm. Und die Trasse ist vielleicht noch weitgehend frei. Und wir kriegen die Bahn da wieder drauf. Das heißt also, man muss
in ganz großem Stil den Verkehr auf dem Land durch öffentliche Verkehre und durch eine Investitionsoffensive wieder ausbreiten. Ich gebe noch ein kleines Beispiel aus einem anderen Sektor, aber uns sehr präsent, Krankenhäuser. Wir haben auf einmal in diesem Jahr festgestellt, dass Krankenhäuser unter bestimmten Bedingungen hier eine Pandemie ein knappes Gut werden können. Und sogar noch die regionale Versorgung. Wo geht man hin? Ins nächste Krankenhaus. Und dann wurde auch gleich festgestellt, dass es ein großes Krankenhaussterben gegeben hat. 20 Jahre lang Krankenhaussterben und Klinikschließungen. Jetzt war heute im Bundestag ein Krankenhauszukunftsgesetz wurde sogar verabschiedet. 3 Milliarden Euro, es geht darum, die Krankenhäuser zu retten, die Krankenhausversorgung irgendwie zu stützen und die Versorgung der Fläche irgendwie aufrechtzuerhalten. Ob das reicht, ist eine andere Frage. Diskutieren wir heute nicht. Aber man wird auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Infrastruktur gibt, die einen Versorgungsauftrag hat, damit das ganze Land die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleistet werden kann. Und das Gleiche gibt es im Verkehr in viel erhöhtem Maße. Also das ist, was wir unbedingt brauchen. Und wir können uns dann, wenn wir sozusagen das groß denken und sagen, okay, wir nehmen nicht 3 Milliarden wie bei den Krankenhäusern, wir brauchen 50 Milliarden für eine längere Sicht, für diese Investitionsoffensive, für die Einstellungen, auch für die Betriebsmittel. Dann können wir auch viele Zwischenlösungen überlegen und können uns Gedanken machen, wie wir das machen und wie wir das Problem lösen, dass der öffentliche Verkehr auf dem Land immer nur sternförmig in die nächste Stadt organisiert ist und nicht quer. Daran stirbt das Land auch, dass es irgendwann praktisch deformiert und umgeformt wird zur Schlafstadt. Diese 60% der Leute, die einfach immer auspendeln, das ist eigentlich nicht die normale Organisation oder eine sinnvolle Organisation ländlicher oder peripherer Räume, sondern es muss quer gehen. Quer geht nur das Straßennetz. Das Straßennetz ist perfekt. Das geht in alle Richtungen. Da komme ich überall hin. Da kommt keiner auf den Gedanken, wie im Schienenverkehr zu sagen, die Verbindung, die geht ja gar nicht nach Berlin rein, die geht ja quer rüber. Die Straße muss zugemacht werden. Die hat ja überhaupt nicht genug Verkehr. Weg damit. Und die in die andere Richtung auch gleich. Nur sternförmig bleibt, netzförmig kommt weg. Das gab es bei den Straßen nicht. Im Gegenteil, die Straßen haben diesen unglaublichen Vorteil. Und die Kommunen bezahlen es auch noch, weil sie mit 40%, also die Kreisstraßen werden ja von den Kommunen mitbezahlt. Und die machen 40% des bundesweiten Straßennetzes aus. Dann gucken wir mal auf den großen Verkehr, sage ich jetzt mal. In der Verkehrsbranche sagt man so ein bisschen hässlich die großen Gefäße, also Züge oder Busse. Sie hatten gerade, also Entschuldigung, wenn ich zu spät bin, irgendwie war bei der 18 Uhr. Ja. Erstmal zu finden war ein bisschen schwierig. Ich fahre einen Schlitz aus Gold zu. Sie haben ja gerade gesagt, ruhig ein paar provokante Themen. Korrektur. Straßen werden geschlossen. Ist ein Fakt. Straßen werden geschlossen. Es werden Umwege in Kauf genommen. Straßenverbindungen werden auch zugemacht. Und Sie haben alles an Mobilität in einen Topf gerade geworfen. Ich habe nun Ihren Einsatz nicht so ganz mitbekommen, aber bitte differenzieren Sie zwischen der Mobilität, die in den verschiedenen Zuständigkeiten ist. Ob es jetzt die kommunal getragene Mobilität ist, sprich ÖPNV des Landkreises, ob es eine SPNV-Struktur ist. Und da haben wir eigentlich den großen Problemfall. Wir haben in der Kreisstruktur haben wir noch eine Diskussion über einen Nahverkehrsplan. Wir haben eine Beschlusslage über einen Nahverkehrsplan, was wir auf der Landesstruktur schon nicht mehr haben. Aus der Landesstruktur wird über einen Nahverkehrsplan nicht mehr beschlossen. Er wird nur zur Kenntnis genommen. Und damit fehlen da nämlich ganz wichtige Schnittstellen, die ganz viele Probleme dann in den Vor-Ort-Prinzipien bringen. Sozusagen, das sind jetzt, Fragen der politischen Organisation. Zu denen wollte ich. So, die Realitäten. Zu denen kommen wir auch noch, was versprochen. Jetzt wollte ich erstmal nochmal grundsätzlich auf die Frage blicken. Schienenwege wurden stillgelegt, der Bus fährt vielleicht nur noch im Schülerverkehr. Also das Ganze ist so runtergefahren, dass man ja de facto schon sagen kann, die Erinnerung daran, dass es einen leistungsfähigen Nahverkehr gab, ist schon teilweise verblasst. Wie baut man es von dem Punkt wieder auf? Weil man ja auch das Problem hat,
dass die Nachfrage zurückgeht, wenn das Angebot schlechter wird und man jetzt erstmal kaum Nachfrage hat vielleicht, wie baut man dann so ein System wieder auf? Das würde ich jetzt auch nochmal wieder in die Runde geben als Frage. Also ganz wichtig ist, dass wir dringend einen Masterplan Mobilität brauchen für ganz Deutschland. Also der halt mit den, der abgestimmt ist zwischen dem Bund, den Kommunen und den Ländern und den Menschen in allen Gegenden von Deutschland, wie Sie das auch schon angeschnitten haben, ja, gleichwertige Lebensverhältnisse bietet eben durch Mobilitätschancen. Also, dass es auf jeden Fall eine Mobilitätsgarantie gibt, dass beschlossen wird, dass alle Kommunen eben an den ÖPNV angeschlossen werden müssen. Und das ist dann auch, dass Mobilität, also öffentlicher Verkehr, zur kommunalen Pflichtaufgabe wird. Also wir haben momentan die Situation, dass der ja, kommunale Nahverkehr nur eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist, was dann eben dazu führt, dass dann nur der Schülerverkehr in vielen Fällen durchgeführt wird. Also wir haben ja das Beispiel hier in Brandenburg. Brandenburg ist vielleicht in mancher Hinsicht ein bisschen weiter. Also wir haben hier auch eine starke Konzentration der Gelder auch. Also dass diese, dass die Gelder, die 45a-Mittel aus dem PBFG, also das sind diese Ersatzleistungen, die halt die Kommunen hier in Brandenburg kriegen, vom Land, mit denen sie halt den Schülerverkehr durchführen können. Das ist die Differenz zwischen den Fahrkarteneinnahmen, die sie eigentlich kriegen würden. Die Schülerinnen und Schüler, die fahren ja vergünstigt. Mhm. Mit dieser Differenz wird der lokale Busverkehr bezahlt. Und die gingen früher an die Unternehmen selber. Jetzt werden sie in Brandenburg erstmal an die Kommunen bezahlt. Dadurch werden die Kommunen auch gestärkt, weil sie ja auch den Verkehr bestellen müssen. Also die Kommunen bestellen bei den einzelnen Busverkehren den Verkehr. Und wenn Sie natürlich diese 45a-Mittel oder jetzt diese Zuweisung dann bekommen, können Sie, haben Sie natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, diesen Verkehr zu steuern. Also es ist ja auch eine viel größere öffentliche Kontrolle dann darüber, was mit dem Geld denn überhaupt passiert. Das ist der erste Schritt. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eben diese, ist eben eine Mobilitätsgarantie, dass Kommunen angeschlossen werden. Beispielsweise wird gesagt, dass zwischen 6 und 19 Uhr alle zwei Stunden irgendeine Mobilitätsalternative zum Auto eben zur Verfügung stellen muss. Mhm. Das kann der Bus sein. Das können aber auch flexible Angebote sein, wie Anrufsammeltaxen. Man könnte auch Bürgerbusse einbinden. Also es gibt ein sehr schönes Projekt auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Elli heißt es. Das wird durch einen Bürgerbusverein getragen und bindet vor allem die sehr kleinen Dörfer an, die halt jenseits der Hauptachsen liegen, also die halt vorher auch überhaupt gar keinen ÖPNV haben. Also bis auf den Schülerverkehr, den muss man immer separat betrachten. Aber so kommen diese Kommunen auch erstmals überhaupt an öffentlichen Nahverkehr ran. Also diese Bürgerbusse, die klappern dann die Dörfer ab und bringen halt dann wirklich die Menschen zu den Verknüpfungspunkten, also zu den Bushaltestellen, wo dann eben der ganz klassische Überlandverkehr läuft. Und mit diesem Mix praktisch, also das kann auch intermodal sein, es gibt auch schöne Projekte, wo dann eben versucht wird, an die Bushaltestellen Verleihstationen für E-Räder zu installieren. Also das gibt es halt in Nordrhein-Westfalen, im Landkreis Steinfurt ist es beispielsweise so. Da wird dann eben auch den Menschen in den sehr kleinen Kommunen und Dörfern dann eben eine Mobilitätsalternative geboten, wo sie dann eben auch sich überlegen können, lohnt es sich denn überhaupt noch einen Zweitwagen zu finanzieren oder reicht es jetzt auch, dass ich jetzt ein Auto habe und meine Familie kann dann die Alternativen nutzen oder ich kann auch mal die Alternativen nutzen, wenn Familienmitglieder beispielsweise mein Auto brauchen. Oder es gibt auch sehr interessante Projekte, Dörfsmobil beispielsweise, wo kommunale Fahrzeuge, die ja meistens ja, auf dem Hof stehen, also dann eben nur eingesetzt werden, wenn wirklich Bedarf da ist, dass diese, wenn die von den Kommunen jetzt nicht eingesetzt werden müssen, dann auch von den Bürgerinnen und Bürgern dann ausgenutzt werden. Dass man sozusagen auch neue Mobilitätsangebote wie Carsharing aufs Land bringt, sage ich. Genau. Ich fasse nochmal einmal ein bisschen zusammen. Also ein Punkt, den Sie gesagt haben, ist, es ist problematisch, dass der Nahverkehr jenseits des Schienennahverkehrs rein kommunale Aufgabe ist und sich die Länder und der Bund nicht genug engagieren dort, habe ich das so richtig verstanden? Also die Struktur in Deutschland ist ja so, dass wir dieses Subsidiaritätsprinzip haben. Das bedeutet,
Für den Nahverkehr auf der Schiene sind die Länder zuständig. Die bekommen ja auch Regionalisierungsmittel vom Staat, dadurch, dass sie, dafür, dass sie eben den Schienenverkehr in den Regionen durchführen können. Bei den lokalen Verkehren haben wir das nicht. Also bei den lokalen Verkehren haben wir bislang immer nur noch diese Finanzierung durch die Landkreise bzw. durch die 45a-Mittel. Fahrkarteneinnahmen machen nur 39% aus, also das ist eigentlich gar nicht so viel, wie man immer denkt. Und deswegen brauchen wir auch eine sehr dringende Reform der Finanzierungsstruktur für Mobilitätsangebote auf dem Land. Und ich finde, da sollte man auch darüber nachdenken, welche neuen Quellen erschlossen werden können, beispielsweise durch eine Beteiligung von Dritten. Also es gibt ja auch dieses französische Modell TVT, also Taxe Versement Transport. Das müssen Sie erklären. Wo auch Unternehmen einbezogen werden, weil sie ja auch Verkehr produzieren. Also wenn Menschen halt zu ihren Arbeitsplätzen fahren, entsteht ja Verkehr. Und dieser Verkehr sollte nicht nur von den Menschen, die halt in den Bussen und Bahnen drin sitzen, finanziert werden, sondern auch von denen, die diesen Verkehr dann eben auslösen. Das sind die Unternehmen, in denen die Menschen arbeiten. Und wenn sie die aber ja auch Steuern zahlen, oder? Die auch Steuern zahlen, aber die Steuern, die sind ja nicht zweckgebunden. Mhm. Das Clevere an dieser Sache ist, dass diese Taxe Versement Transport, also diese Transportsteuer eigentlich, aber eigentlich ist es eine Abgabe, dass die zweckgebunden verwendet werden muss für den ÖPNV, also für die Errichtung von Infrastruktur und für den Betrieb. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland andere Gesetze und es ist schwierig, halt so ein nationales Gesetz wie in Frankreich einzuführen, da sind die Strukturen einfach andere, aber es gibt tatsächlich freiwillige Modelle, bei denen das ähnlich durchgeführt wird. Es gibt das Projekt Mitkommen im Odenwald in Südhessen. Da ist es so, dass Kleinbusse gefahren werden zu Einzelhändlerinnen oder auch zu verschiedenen Dienstleistungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen. Und diese Einrichtungen zahlen für jeden Fahrgast, der zu ihnen befördert wird, 50 Cent. Mhm. Das ist das eine Modell. Sie können auch einen pauschalen Beitrag bezahlen. Und so wird praktisch sehr wohnortnahe bzw. haustürnahe Mobilität ermöglicht durch die Beteiligung von Unternehmen. Okay. Jetzt hören Sie sich auch, glaube ich, zu dem und dann zu diesem Punkt Land, Kommune äußern. Oder? Ja, na, die ursprüngliche Frage war ja, was können wir tun? Und ich würde mich freuen über eine wissenschaftliche Erhebung, vielleicht auch so eine Befragung, wie Irse gemacht hat, mal nachzufragen, wie viel Verkehr, also wie viel Hol- und Bringedienste im Grunde genommen durchgeführt werden. Also wie groß der Anteil ist an dem privaten Verkehr. Also die Strukturen, so wie Julia auch schon sagte, die sind vorhanden. Die familiären Strukturen sind da. Also die Menschen werden, also insofern kann ich dir teilweise recht geben, die Menschen werden hier hin und her gefahren, aber sie werden eben von anderen hin und her gefahren. Die nicht mobil sind aufgrund von irgendwelchen Beeinträchtigungen, Alter, Behinderungen oder eben noch nicht führerscheinfähig. Die werden hin und her gefahren, dafür wird aber ein unheimlich hoher Aufwand betrieben, also ein zeitlicher Aufwand, finanzieller Aufwand, und den zu erheben, das hat noch niemand gemacht. Das wäre sehr interessant, also was da für ein Potenzial drin schlummert. Und dann zu sagen, es wird so viel Verkehr, der privat organisiert wird, dass dann auch tatsächlich, also wenn man diese Größe hat, dann ist es eine Größe, mit der dann auch irgendwie öffentliche Stellen, die dafür zuständig sind, sagen können, das ist sozusagen Potenzial, was wir heben könnten, um den öffentlichen Nahverkehr auch zu vergrößern, um ein größeres Angebot schaffen zu können. Das wäre interessant. Also nochmal, also es gibt diese Strukturen tatsächlich, die dadurch kann der Eindruck entstehen, wir haben nicht das Problem der Mobilität, aber wenn man dann die Menschen mal fragt, die ständig hin und her fahren, dann sieht es nochmal anders aus. Und zum Zweiten wollte ich noch sagen, es müsste vielleicht, das ist ein schwieriges Wort, eine Art Verkehrserziehung stattfinden, weil die Menschen sind hier tatsächlich auf den privaten Autoverkehr festgezurrt und es gibt hier wirklich manche, die ich immer sage, jetzt fahren die Busse, du kannst mit dem Bus fahren, aber die es nicht mehr machen, weil sie es einfach nicht mehr können. Und da muss was stattfinden. Sie hatten ja so ein bisschen gerade so ein Modell skizziert, Herr Gettner. Sozusagen auf den großen Relationen fährt jede Stunde ein Bus und dann macht man Zubringer, oder? Kann man das so zusammenfassen, was Sie eben skizziert haben, mit den, sei es den Bürgerbus ins Dorf oder sei es Sachen, die man ausleiht etc.? Wäre das so ein Modell? Das wäre eigentlich das idealste Modell, auch um Verkehr zu vermeiden. Also es gibt ja ein Netz, ein Schienennetz, was natürlich in den letzten Jahren stark geschrumpft ist, was dann teilweise durch den Plusbus hier in Brandenburg ergänzt worden ist. Also das ist dann
dass der Plusbus beispielsweise oft auf ehemaligen Bahnlinien fährt und dann auch in einem verlässlichen Takt, dass ich weiß, dass ich jede Stunde oder alle zwei Stunden auf jeden Fall von A nach B komme, dass ich auf jeden Fall zu diesen Orten, an denen es diesen regelmäßigen Verkehr gibt, dann eine Verbindung schaffe. Das ist wichtig. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch wichtig, dass diese Mobilitätsalternativen eine gute Finanzierung brauchen. Und die Schweiz ist da auch ein gutes Beispiel. Also da ist der Bund auch mitverantwortlich dafür, dass diese Verkehre mitfinanziert werden. Also da werden teilweise Verkehre mitfinanziert, die pro Tag nur 32 Mitfahrende haben, auf dem schwächsten Abschnitt. Und da werden dann auch schon 4 Umläufe dann eben von dem Bund, von der Schweiz dann eben mitfinanziert. Und das steigt dann immer demnach, wie die Fahrgastzahlen steigen. Und da kann eigentlich schon ein sehr gutes Angebot geschaffen werden. Ich denke, da ist dann eben die öffentliche Hand in Deutschland auch in der Pflicht. Man muss halt nur den Mut haben und den Willen, das auch konsequent eben politisch durchzuziehen. Und da sehe ich halt momentan noch großen Nachholbedarf. Mhm. Okay. Entschuldigung. Ja. Ja, Sie haben jetzt zweimal ein Stichwort mir gegeben, zweimal das Stichwort Fahrpreise. Ganz deutlich, wir haben hier auf dem Land ein Problem mit einem großen Diktat eines fahrpreisvorgebenden starken Partners innerhalb des Verkehrsverbundes. Also Sie meinen Berlin? Das ist Berlin. Berlin, wir auf dem Land finanzieren die günstigen Tarife in Berlin. Glauben Sie euch. In Berlin Fahrpreise müssten angehoben werden. Dann wäre das nämlich wieder ein Ausgleich. Nur Berlin prescht vor mit Angeboten, mit Sondertarifen, wo wir auf dem Land dann die Nachteile haben. Das ist die nicht abgestimmte Politik innerhalb des VBG, wo einfach die Stadt Berlin ihr Machtpotenzial ganz deutlich ausnutzt. Muss man so klar und deutlich sagen. Dann haben Sie alternative Verkehrsmittel gerade angesprochen. Also wir hatten hier einen Rufbus. Der ist innerhalb der letzten Landesregierung wurde er aus Haushaltsgründen weggestrichen und musste innerhalb des Linienverkehrs sich einbinden. Er war mal alle 90 Minuten greifbar. Also von daher, das System war mal präsent. Es war mal vorhanden, es war mal gut greifbar. Und die Studie, die Sie angesprochen haben, so eine Studie gibt es. Das ist die Studie, die auf der Grundlage der MOBO-Untersuchung ist, auch mit den Nachlaufuntersuchungen. Interessant ist da wirklich, dass gerade bei den Jüngeren das Thema mangelhafter, nicht ausreichender Nahverkehr gar nicht zur Sprache kommt. Das kommt erst bei den Älteren. Bei den Jugendlichen ist das überhaupt kein Thema. Interessanterweise aber. Weil die Eltern fahren ja auch immer. Bitte? Wenn die Eltern mal streichen würden, dann wäre es dann sofort anders. War meine Begründung auch, aber ob die so logisch ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, bloß die Eltern würden nicht streiken, das machen sie halt nicht. Ja. Ja, Tim. Was mich mal interessieren würde, wäre, es ist in so einem Flächenland vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, aber also wie viel Anteil ist jetzt tatsächlich der Pendelverkehr zur Arbeit? Weil ich könnte mir vorstellen, im Berliner Umland ist der sehr hoch. Letztlich wäre das dann ja eine Frage, ob das allein verkehrspolitisch zu lösen ist oder ob man dann nicht wesentlich integraler denken müsste und sagen muss, im Grunde müssen wir parallel versuchen, dass viel mehr vor Ort gearbeitet wird. Mhm. Was dann ja wieder im Zuge der Digitalisierung ja auch eigentlich gerade eine ganz gute Chance ist, jetzt nochmal forciert durch Corona, weil das ja eigentlich auch eine große Chance gibt. Wenn die Wege gar nicht mehr so lang sind, dann reduziert sich der Verkehrsaufwand ja auch enorm. Und das ist ja was, was wir auch mit dem Netzwerk Zukunftsort versuchen so zu unterstützen, dass eben es mehr Möglichkeiten gibt, eben sein Leben und Arbeiten auch vor Ort zu organisieren und damit dann eben auch viele Wege entfallen und dadurch vielleicht sich wieder auf Strukturen aufbauen, die dann vielleicht ja lokaler funktionieren. Also wenn das jetzt zur Folge hätte, dass mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, würde sich dann ja vielleicht auch in der Folge, weil der Bedarf dann wieder mehr vor Ort ist und nicht mehr immer konzentriert ist auf irgendwelche größeren Städte, die man dann anfährt und wo man dann auch einkauft oder was auch immer, dann ja vielleicht auch wieder die Infrastruktur auch wieder lokaler organisieren. Also deswegen fände ich das total interessant mal zu hören, gibt es denn da so ressortübergreifende Pläne, Überlegungen, inwieweit wird da parallel aneinander vorbeigearbeitet oder wie
gibt es da einen Masterplan? Ich würde mal auf die erste Frage einfach dreist antworten, obwohl ich Moderator bin. Ich glaube, die durchschnittlichen Wege auf dem Land, es gab eine ALC-Studie zum Verkehrsverhalten 2019, sind sowas wie 16 Kilometer. Also da könnte man ja sogar sagen, wenn man ein bisschen mutig ist, das kann ich auch noch mit dem E-Bike fahren. Also, und natürlich ist das der Durchschnitt, also es gibt auch durchaus einige Wege oder viele Wege, die sind nur 5 Kilometer. Das heißt, das wäre die eine Frage, also ist es immer per se unmöglich, es anders zu organisieren als mit dem eigenen Auto? Aber natürlich ist ein wichtiger Punkt, wie stark sind lokale Zentren, wo man lokal arbeiten kann, und das würde ich jetzt wieder in die Runde gehen. Ja. Ja, ich finde auch da eigentlich nochmal ganz spannend zu überlegen, was kann dieser andere lokale Verkehr sein, weil ich glaube nicht dran, dass es die Busse sein werden. Also der schienengebundene Verkehr sicher, die Regios, die müssen öfter fahren und all das und ausgebaut werden und was auch immer. Also aber so ein Bus, den wird man nicht vollkriegen, und der wird, wenn der häufiger fährt, und ich weiß nicht, ob das, also über schlaue Finanzierungsmethoden vielleicht, aber ich meine, ich habe das Gefühl, es ist auch gar nicht mehr so was Zeitgemäßes. Der fährt irgendwie, der passt gar nicht mehr so richtig rein in das Leben und in die Flexibilität und eben die Verbindungen, die in jede Richtung hier auch inzwischen gehen und nicht nur dann vielleicht zur S-Bahn-Station oder Regiostation. Also sicher gibt es da so bestimmte, also diese Routengebundenheit, es wird ja nie rankommen an die Qualität, die mir das Auto bietet, dass ich eben, was Sie auch erzählt haben, in jede Richtung überall hin schnell komme. Und ich finde dann schon spannend, wie kann eigentlich mit dem, was sich jetzt neu entwickelt, auch mit dieser Elektromobilität, gerade dieser kleine Radius von 15, 60 Kilometern, wie Sie auch gerade meinen, wie kann das anders funktionieren? Und was brauchst du da eigentlich für ein Netz, zum Beispiel an Fahrradwegen oder so? Ich meine, das große Thema ist ja auch, dass man eigentlich überhaupt nicht Fahrrad fahren kann zwischen den Dörfern, weil man auf der Landstraße umgefahren wird. Und hier sieht man ja total gut, hier von Reichenau, Predikow Richtung Strausberg-Nord gibt es ja einen wunderbaren Radweg und in die andere Richtung, und was der, glaube ich, schon für eine Lebensqualität ist, dass ich da abseits von der Straße lang kann, dass da irgendwie ältere Leute auf ihren Elektrogefährten unterwegs sind, dass da die Kinder ohne Erwachsene ihre Freunde in den Nachbardörfern besuchen können und sowas. Also ich finde, das, was dieser Radweg ist und was früher vielleicht irgendwie mal so Feldwegenetze waren, die immer mehr verschwinden, eigentlich, was braucht man da, um in der Region auch wieder anders unterwegs sein zu können, weil ich finde, das ist das, wo es wirklich so augenscheinlich ist und wo es, glaube ich, auch die Leute selber nervt, dass ich zum Badesee 3 Dörfer weiter mit dem Auto fahre und so, was irgendwie, aber ja. Also Herr Wasmann, brauchen wir jenseits der großen Gefäße? Wir brauchen die großen Gefäße, sowohl solange wir so viele Leute sind und so viele Wege haben. Deswegen ist ja auch das Prinzip, das man in der Verkehrspolitik hat, die Reihenfolge vermeiden, also erst Verkehre vermeiden, als erstes, bevor man sagt, alles was jetzt im Auto ist, muss dann in den Bus, verlagern, ist dann das zweite, und vermindern, das betrifft dann so ein bisschen mehr auch die Frage, ist das, also was, wie viel Dreck kommt bei dem Bus noch hinten raus oder bei dem Zug auch? Die sind ja auch nicht immer. Es gibt auch noch Diesel statt elektrifizierte Züge. Also erstmal vermeiden, vermindern, verlagern. Das sind die Prinzipien der ökologischen Verkehrspolitik. Aber jetzt zu sagen, wir brauchen überhaupt keine Busverkehre mehr, nachdem wir die erledigt haben in den letzten 20 bis 50 Jahren, das finde ich ungerecht, weil das, was jetzt neu kommen muss, das hat einen erheblichen Bedarf. Da geht es um Millionen Fahrten. Wir können vermeiden und vermindern und verlagern, und wir werden trotzdem diese Millionen Fahrten haben, und dafür brauchen wir verlässliche Taktverkehre. Da stimme ich eben hier dem Kollegen zu, und auch der Nahverkehrsabgabe, das wäre dann der deutsche Begriff dafür, für das, was Sie in Frankreich haben, zur Finanzierung. Also wir brauchen wirklich dichte Takte, und wir brauchen die Verantwortung der öffentlichen Hand für diesen Verkehr. Aber jetzt mal einen größeren Bogen, einen noch größeren Bogen. Nur zu. Und stimme Ihnen zu, auch wenn Sie so ein bisschen bei uns gegen den Strich bürsten. Im Grunde genommen haben Sie recht. Und zwar, Berlin lastet, als Beispiel, wie Sie das gebracht haben,
Brandenburg über den VBB die niedrigen Ticketpreise. Bei den Berliner das ja andersrum sagen würden, wir würden gerne noch billiger werden. Genau, würde ich auch sagen. Ich bin für den Nulltarif. Aber ich bin nicht dafür, dass man sagt, die Kommunen sollen uns die Erschließung der Fläche im Land bezahlen, damit wir dann möglichst unsere 50% Freizeitverkehre, die man ja hat, weil es in der Stadt dreckig ist und stinkt, fährt man raus. Deswegen haben wir, sind 50% aller Autofahrten sind Freizeitverkehr, raus aufs Land. Und dann sollen die Kommunen uns da den ÖPNV bezahlen, damit wir uns ökologisch verhalten können. Also das geht nicht, so geht es nicht. Die Finanzierung muss völlig anders laufen. Wir haben jetzt, und die Kommunen müssen auch anders organisiert werden. Man darf nicht den Kommunen immer mehr Aufgaben überhelfen. Und da ist auch sozusagen eine Schwachstelle, ist aber glaube ich nicht so gemeint gewesen. Die Subsidiaritätsprinzip, immer schwer auszusprechen für uns alle, das kann nicht bedeuten, dass die Kommunen die Verantwortung bekommen und damit dann alleine gelassen werden in einer Situation, wo praktisch den Kommunen in allen anderen Sektoren immer mehr Aufgaben übergeholfen wurden, soziale Transferleistungen auch übergeholfen wurden und ihre Finanzierungsbasis weggenommen wurde. Wir haben eine riesige Steuerreform bekommen, ausgehend von dem ersten Rot-Grün. Das kostet uns im Jahr bis heute ungefähr so 46 Milliarden Euro. Hat einer der aktuellen Wirtschaftsweisen ausgerechnet. 46 Milliarden Euro sind weg, kriegen wir jedes Jahr, fehlen uns die. Die haben wir nicht in den Steuereinnahmen mehr. Die sind sozusagen verloren gegangen. Und der Anteil der Kommunen an den Steuereinnahmen, die wir haben, die uns verblieben sind, ist auch noch gleichzeitig gesunken auf 12,5%, 12, 13, die Zahlen sind schlecht. Von vorher 25, halbiert. Das heißt, die Kommunen bekommen weniger Geld, bekommen mehr Aufgaben. Mhm. Und jetzt fällt den Städten, wo es laut stinkt und wo man im Stau steht, ein, dass das auch ein Problem ist, wenn jetzt alle weiter immer in die Stadt kommen und man auch nicht mehr richtig rausfahren kann aufs Land, weil da nichts mehr ist, noch nicht mehr der Bus fährt. Jetzt muss das entwickelt werden. Deswegen sage ich die große Lösung. Wir brauchen natürlich eine Finanzierung und das muss eine gesamtheitliche Finanzierung sein von Deutschland, da stimme ich völlig zu, den öffentlichen Verkehr zu organisieren. Es muss auch eine Verpflichtung geben, sodass nicht jede Kommune sagen kann, heute kann ich gerade nicht, aber ich habe eine andere politische Ausrichtung oder irgendwie, sondern man muss sich generell einigen und sagen, dass es gibt eine Pflichtaufgabe, so wie man in der Krankenhausversorgung nicht sagen kann, wir machen die Notaufnahme zu, weil heute ist echt zu viel los hier oder so, muss es für die Kommunen eine Verpflichtung geben. Und das muss aber wie bei den Regionalisierungsmitteln von den Ländern richtig mit viel Geld bezahlt werden. Und das ist ja auch ein Beispiel, wie es funktioniert. Es hat natürlich auch Privatisierungstendenzen dann gegeben und so weiter. Aber eines war tatsächlich der Fall, als man den Ländern die Verantwortung gegeben hat, also sozusagen vom Bund auf die Länder für den Schienenpersonennahverkehr, für den Nahverkehr, da ist sozusagen die Verkehrsleistung dort wahnsinnig nach oben gegangen. Das war wirklich eine Sache, das Geld war da, die Länder konnten das machen. Natürlich zweigen die Länder auch immer noch Geld davon ab und stecken das in andere Projekte, andere Lieblingsprojekte, aber trotzdem ist da wirklich viel passiert. Und jetzt kommt die nächste Ebene und die muss dringend kommen von den Ländern auf die Kommunen. Und das dürfen wir aber nicht aus den Kommunen rausholen, auch nicht aus den Tickets, aus den Fahrpreisen, Fahrgeldern, die eigentlich, wenn mal hier 39% sind, also vielfach macht das noch weniger aus. Und wenn man wirklich erschließen will, dann kann man auch nicht sagen, der Bus muss voll sein. Das stimmt mich auch zu, das Beispiel Schweiz, Postbusse, die erschließen einfach das ganze Land. Und das funktioniert, sage ich mal, so wie so ein Blatt oder wie so ein Blutsystem. Die kleinen Gefäße führen den nächsten sozusagen die Verkehre zu und die wieder und die wieder und die wieder. Ich kann nicht einfach sagen, ganz am Ende des kleinen Ästchen, da sind sozusagen nicht genug Leute im Bus. Und dann stelle ich den ein und dann schließe ich die Strecke hier und dann wird sozusagen der nächste Verkehr wieder ausgedünnt. Sondern man muss umgekehrt vorgehen. Das zeigen die Beispiele, wenn man mal einen richtig dichten Takt macht. Wir haben jetzt von Stunden- oder Zweitstunden-Takt gesprochen, aber sprechen wir doch mal, sage ich mal, von der Strecke, wo ein Versuch unternommen wird, einen 15-Minuten-Takt einzuführen. Okay. Dann werden die Verkehre, so die Erfahrung, also es sei denn, es wohnt da wirklich keiner. Also ich würde mir in Köln manchmal am Sonntag einen 15-Minuten-Takt. Ja, genau. Dann ein 15-Minuten-Takt heißt einfach, ich kann hingehen und ich weiß, der Bus fährt. Ich muss mir die Zeiten gar nicht mehr merken. Aber ist das doch zu dünn besiedelt? Die Köln ist nicht zu dünn besiedelt. Nein, Köln nicht, aber Brandenburg?
Brandenburg ist in dem Sinne auch nicht so dünn besiedelt. Das würde ich nicht sagen. Dann hat man praktisch das, und das muss natürlich auch so verlässlich sein, dass die Leute daran glauben, dass der Bus nicht im nächsten Jahr wieder eingestellt wird. Weil dann führt das dazu, dass man sagt, ja Leute, dann muss ich also wirklich das Zweitauto, Drittauto nicht mehr haben oder vielleicht auch jemand, der sagt, das Auto brauche ich überhaupt nicht mehr. Also und dann steigen diese Verkehre völlig überproportional. Weil man einfach weiß, jetzt kann man immer fahren und auch lange und also auch in die Abendzeiten rein. Das war ja auch eine Lehre beim Schienenverkehr, ne? Dass sobald die Takte hochgehen, auch überproportional die Nutzung hochgeht. Wenn man den Takt verdoppelt, dann ist es nicht so, dass der Verkehr sich verdoppelt, sondern der, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber man kommt schon mal an eine Verdreifachung. Okay. Nicht auf jeder Strecke, aber durchaus. Okay. Dann doch nochmal auf die Zuständigkeit geblickt, Stichpunkt Subsidiarität. Diese Plusbusse heißen ja dann auch in Westdeutschland, ich glaube, gesamtländisch wichtiger Verkehr? Nein. Landesbedeutsame Buslinie. Richtig, sehr gut. Vielen Dank. Und das führt mich dann doch zu der Frage, okay, wer organisiert das nicht dann doch besser, jetzt wenn wir im lokalen Beispiel bleiben, das Land Brandenburg oder dann doch die Kommunen? Weil diese Busse fahren ja auch durchaus mal 100 Kilometer durch, weiß ich, vielleicht drei Landkreise. Also braucht man dann doch nicht, wie bei dem Schienenverkehr, dann eine Länderstruktur. Also die Plusbusse in Brandenburg werden kreismäßig organisiert. Mhm. Also wir haben hier vor einem Dreivierteljahr einen Plusbus gekriegt, der die Strecke Strausberg-Bad Freiwalde stündlich bedient. Was erstmal dazu führte, dass da am Wochenende bei uns die Busse abgeschafft wurden. Mhm. Also die sozusagen die Stichverkehre wurden alle abgeschafft entlang der Strecke. Okay, ja. Was dann dazu führt, dass dann so ein Verkehrs, also derjenige, der dazu für zuständig war, der Herr Stein, ist gesagt, dann laufen Sie doch die 2 Kilometer. Also ich hätte es auch gut gefunden, wenn Sie auch mit dem Plusbus gekommen wären und die letzten 2 Kilometer vielleicht gelaufen wären oder getrennt hätten. Sie hätten gemerkt, Sie wären sofort mitgenommen worden. und die, also die werden, waren hier, das sind jetzt, das sind 30, 50 Kilometer, die er fährt in eine Richtung, also hin und zurück 100. Die Plusbusse finde ich, eine gute Geschichte, aber eben diese Verbindung dann, aber da haben wir jetzt ja schon mehrfach drüber geredet, die Stichverbindungen sind genau nicht da und da müssten dann schon genau in diesem, beziehungsweise, also müssten einfach kleinere Fahrzeuge fahren. Also dann, die müssten, also hier wünsche ich mir eine Teststrecke für so einen autonom fahrenden elektrischen Bus, der sozusagen immer angeschlossen die Strecke bedient. Gibt es ja auch in also, Wusterhausen. Gibt es in Wusterhausen, wollte ich besuchen, wo ich hin wollte, da war er gerade kaputt. Also das ist, finde ich, autonom fahrende Busse ist ein Schienenverkehr. Die Schiene ist praktisch die digitale Infrastruktur, die abgebildet wird. Das muss man sich im Klaren sein. Also ein autonom fahrendes Fahrzeug fährt im Grunde genommen auf einer digitalen Schiene, das sozusagen seine Daten an einen Server irgendwo unter Lyon oder in China. Da kann man dann vielleicht, glaube ich, doch irgendwie gleich ein Schienenfahrzeug. Aber was jetzt diese kleineren Fahrzeuggrößen angeht und diese flexibleren Verkehr, also da haben wir momentan auch noch große Gesetzeshürden. Also das BBFG lässt es zum Beispiel nicht zu, dass ein Verkehr eingerichtet wird, der gar keinen richtigen Anfangs- und Endpunkt hat und keine klar festgelegte Linie. Also wir haben zwar sowas wie Anruf-Sammeltaxis, die haben aber de facto eine Linie. Deshalb ist es total schwierig, in dem jetzigen Rechtsrahmen, den wir haben, solche flexiblen Verkehre überhaupt von öffentlicher Hand anzubieten. Das heißt, das BBFG müsste dahingehend novelliert werden, wird es ja momentan auch. Wobei die WIG da natürlich bei einigen Sachen noch Probleme sieht, weil natürlich kommerzielle Anbieter auch... Wollte Sie gerade danach fragen. Okay. Bei dem Personenbeförderungsgesetz scheinen Sie ja jetzt quasi für eine Liberalisierung zu sprechen, oder nicht? Also es gibt wirklich Punkte, wo es den Kommunen ermöglicht werden muss, diese flexiblen Verkehre einzuführen. Mhm. Also die Kommunen müssen praktisch das Zepter in der Hand behalten und müssen sagen können, okay, wir wollen diesen Verkehr einführen und wir bestellen diesen Verkehr auch. Mhm. Und es muss halt wirklich ein klar definiertes Angebot geben, was halt die Kommunen bereitstellen möchten. Und die Kommunen als Aufgabenträger müssen halt diesen Verkehr dann anbieten. Und wie ist es, wenn das Private machen dann im Auftrag? Oder vielleicht ja auch Privatpersonen, das Modell gibt es ja auch, dass quasi man sagt, die letzten Metern nimmt dann jemand mit einer App, so wie Sie das entwickelt haben, und kriegt dafür vielleicht auch ein bisschen Geld, kriegt von mir aus auch
so viel Geld, dass es zumindest mal ein Taschengeld ist. Das ist ja natürlich davon abhängig, wie viele Personen letzten Endes befördert werden und wie viel Umsatz dadurch gemacht wird. Also ich denke mal, wenn das halt auf privater Basis läuft, wenn das auf ehrenamtlicher Basis läuft, dann kann man natürlich aus politischer Sicht nichts dagegen sagen. Aber wenn jetzt kommerzielle Anbieter, also es gibt ja auch große Automobilkonzerne, die anfangen, diese On-Demand-Verkehre einzuführen, dann denke ich, ist das auch eine sehr große Gefahr für den öffentlichen Nahverkehr, der halt von der öffentlichen Hand bestellt wird. Mhm. Weil da besteht eben die Gefahr, dass Parallelverkehre existieren und ja, dann sozusagen die Busse, die halt momentan fahren, dann ausgebootet werden. Okay. Da muss auf jeden Fall, also den Kommunen muss halt die Möglichkeit geboten werden, dass sie halt diesen Verkehr selber regulieren können und dann auch beispielsweise auch ja, Verbote aussprechen können, wenn sie halt eben feststellen, oh, diese kommerziellen Anbieter, die sind halt wirklich eine Gefahr. Also ich sag mal, App-basierter, individualisierter öffentlicher Nahverkehr muss Teil von einem Gesamtsystem öffentlicher Nahverkehr sein. Auf jeden Fall. Okay. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich nochmal ansprechen will. Ja. Die reden immer von, die Kommunen müssen. Die Kommunen bestellen keinen Nahverkehr. Doch, der Landkreis. Ja, aber der Landkreis ist auch kommunal. Also die Kommunen, das sind die Gemeinden oder die Kreise. Hier im Anruf, in unserer Region, über Kommunen sprechen, reden Sie über Reichenow, über Oberbarnim, reden Sie über Münchenberg, und diese Kommunen bestellen keinen Nahverkehr. Ich glaube, das muss man als deutliche Grenze mal einschieben, weil die haben dann das Problem und die haben eher den Wunsch nach einem Nahverkehr, stellen ihre Einwendungen am kreislich orientierten Nahverkehr, aber der Landkreis ist der, der das bestellt. Ja, also klar. Also Kommunen sind halt Städte, Gemeinden und die Landkreise. Die kommunale Familie, ja. Genau. Die kommunale Familie hat in der Verfassung keine eigene Kammer. Das ist, weswegen sie so quetscht werden. Wir haben einen Bundestag und wir haben einen Bundesrat und wo ist unsere dritte Kammer? Ohne diese dritte Kammer wird es geht ja sogar so, dass über den Umweg der Schuldenbremse auch noch sozusagen die Verschuldung in die Kommunen rein verlagert wird. Das heißt also, die Kommunen, ohne dass wir die Kommunen stärken, bekommen wir das alles nicht. Die Kommunen sind schwach und es hilft nichts, ihnen vorzuwerfen, dass sie das nicht erfüllen, sondern wir müssen sie stärken und diese Stärke wäre am besten in der Verfassung zu verankern. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass die Leute, die sozusagen in den Städten nicht mehr klarkommen, sagen, wir brauchen das, weil wenn wir sozusagen euch die letzten 25%, je nach Rechnung, oder 33 oder 18%, die noch in den ländlichen peripheren Räumen leben, wenn die auch noch herkommen, dann ist sozusagen Schluss. Deswegen kriegt man vielleicht auch große Mehrheiten dafür, dass die Kommunen in der Finanzierung und in ihren Rechten gestärkt werden. Der Städtetag ist ja sowieso mit den Kommunen nicht so verbunden, aber der Landkreis, das sind alles private Vereine. Die haben kein Anhörungsrecht im Bundestag oder geschweige denn, dass sie sozusagen irgendwie mal sagen dürfen, das betrifft uns und deswegen stimmen wir nicht zu und geben das in den Vermittlungsausschuss. Okay, also das finde ich ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt auch stark gemacht, man muss darüber sprechen, wer organisiert das und wie organisiert man das als Gesamtgesellschaft auf deutscher, bundesdeutscher Ebene dann. Bevor wir dazu kommen, ob nicht die Berliner jetzt eher aufs Land ziehen, und nochmal die Frage, die Sie aufgeworfen haben, stellen, ob man nicht die Siedlungsstruktur sich ändern muss und sozusagen Verkehrsvermeidung etc., würde ich gerne nochmal auf den Punkt kommen, zum Baggersee fahren. Da würde ich auch sagen, das macht man vielleicht nicht immer mit dem Linienbus, wenn das sozusagen 3 Kilometer in den Wald geht. Und Plusbus, die Frage, ja, dafür muss ich 2 Kilometer zur Haltestelle kommen. Denn das Konzept vom Plusbus ist ja gerade, dass er möglichst die direkte Strecke nimmt und nicht die Schleifen durch die Dörfer. Das heißt, es ist ja irgendwie so fast die logische Konsequenz, dass man zwar im Plusbus schnell fährt, aber man erstmal zum Plusbus hinkommen muss. Zum Plusbus muss der ringförmige oder wie Sie sagten, der kreisförmige Verkehr organisiert werden. Das wird aber vergessen, der wird eher gekappt. Also es wird nur der sternförmige Verkehr tatsächlich organisiert, der also vergleichsweise mit dem, was wir vorher hatten, auch halbwegs zufriedenstellend ist, dieser stündliche Verkehr. Mhm. 20 Minuten wäre natürlich viel besser, wenn er Anschluss an die S-Bahn hätte, aber dass der ringförmige Verkehr vergessen wird, das ist dem geschuldet, dass man denkt, ja, lauf doch. Also das ist einfach dieses Denken in den Behörden, also die das ja kreisweit organisieren. Das ist da einfach so. Die sagen das einfach, ganz frech. Aber nur, ich bin jetzt mal der Anwalt der bösen Behörden.
ist es nicht so, dass ich sonst nicht finanziert kriege. Also wenn ich einerseits den Plusbus auf einem recht guten Takt fahren lasse und in jede Richtung noch 2 Kilometer das Dorf anschließen muss, muss ich dann nicht darauf gehen, dass ich entweder zum Beispiel ein Leihrad mache oder dass ich es tatsächlich anders organisiere, eben nicht mit Bussen, sondern mit... Dazu muss es halt einen mentalen Wechsel geben. Mhm. Also diese Verkehre werden ja organisiert, privat. Mhm. Aber da eben zu erkennen, dass man diese private Organisation eben auf eine öffentlich organisierte umswitchen muss, mhm, das ist ja gar nicht vorhanden, mhm, dieses Denken darüber. Und das muss hergestellt werden, im Grunde genommen. Okay. Dass diese Verkehre, die vorhanden sind, dass die aber in die öffentliche Hand gehören, im Grunde. Absolut, nur dann die Frage, wie organisiert man das? Also wahrscheinlich nicht mit dem großen Linienbus, wo 60 Leute rennen. Nee, auf keinen Fall. Also, sondern womit sozusagen? Mit VW-Bussen. Also es gibt, das wollte ich dann auch nochmal sagen, es ist auch ganz erheblich entscheidend, wer nicht organisiert, sondern wer führt diesen Verkehr überhaupt durch. Wir haben hier im Landkreis 2 Busgesellschaften, die das machen. Das ist einmal die Bahnhöfer Busgesellschaft, die eher den Norden bedient. Und im Süden bei euch ist es eher Mobus. Mobus ist ein international operierender Konzern. Und man merkt sofort den Unterschied. Der WBG hat kleine VW-Busse, die ringförmig zweistündig hier bedienen, während Mobus sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Mhm. Wenn man da anruft und einen Rufbus organisiert, dann lernt man irgendwo in Zwickau, die zwar auch bemüht sind, die einzelnen Mitarbeiterinnen da, aber die keine Ahnung haben von der Situation vor Ort. Also man muss gucken, dass man Busgesellschaften bekommt, die lokal vor Ort sind und nicht eben guckt, also international vielleicht ein bisschen billiger oder so. Mhm. Vorher der Anbieter war mit der Deutschen Bahn verbunden, das war auch nicht der, den wir eigentlich brauchen, wenn man sich am BBG oder am Potsdam-Mittelmark, die Busgesellschaft, ich komme nicht auf den Namen, die sind auch mit dem Plusbus und die organisieren das. Also das ist ganz wesentlich, dass man diejenigen, die den Verkehr anbieten, auch regional ansiedelt. Okay. Mhm. Ich frage, also das heißt jetzt nicht, dass ich dann die Last auf die Gemeinden verlagern wollen würde, aber es gibt ja sowas wie Gemeindehelfer. Und ob man dann nicht einfach an jedem Ort sozusagen, wenn sowieso der Plusbus nur einmal pro Stunde fährt, dann eine Person auf irgendeine Art und Weise, bezahlter Weise, dafür zuständig ist, weil der kann man anrufen, wenn man diesen Plusbus erreichen möchte und die fährt dann diese Wege. Also das wären sozusagen dann ja auch persönliche Aufgaben, die geht nicht organisatorisch. Rechtlich nicht. Das ist was Sie sagten. Ist das, was ein Problem ist, wir haben ein Personenbeförderungsgesetz und da ist zum Teil vollständig unabhängig davon, dass wir die Gelder als Kommunen, als Gemeinden nicht vor Ort haben. Deswegen, was Sie sagten, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen, wir sagen hier vor Ort ja den Flächenfaktor dazu, dass wir überhaupt erstmal wieder in die Lage kommen, bestimmte Verkehre zu organisieren, sprich also, dass wir überhaupt erstmal in die Lage kommen, Radwege wieder zu bauen. Die Grundstücke sind da. Die Grundstücke sind gebildet. Ich habe gerade an der Küste oben ein sehr schönes Bild hier gesehen. Da war einfach ein Grünstreifen, ein Trafik ausgewiesen. Aber die Frage ist ja, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie hier darüber sprechen, groß zu denken, ne? Also in einer Stadt wie Berlin geht das ja, da hast du jetzt irgendwie dann den Berlkönig angeschlossen an die BVG, die dann da eben auch Sammeltaxis. Der aber nicht in den Außenbezirken fährt, weil dann da zu wenig Verkehr ist. Genau, aber ich meine, warum nicht sowas dann auch hier? Ne? Und das ist ja jetzt sozusagen schon auch angeschlossen an ein Verkehrssystem. Es muss einfach dafür Geld investiert werden. Und wenn, warum dann nicht eben auch die Leute nehmen, die sowieso schon vor Ort irgendwie engagiert sind und die auch andere Arbeiten für die Gemeinde machen, ist nur ein Beispiel. Aber das, finde ich, muss dann auch im ländlichen Raum möglich sein. Das wäre ja auch, weil Sie sagen, nicht genug Fahrgäste, das könnte man natürlich auch sehr stark subventionieren. Oder dafür könnte man sich entscheiden, dafür viel Geld auszugeben, oder? Sie haben es ja völlig richtig dargestellt, die Kosten entstehen, die Verkehre sind da. Wir haben eher wir wollen ja praktisch den Gesamtverkehr, Autoverkehr insgesamt ganz stark reduzieren, wenn wir die Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Sowieso in einem Maßstab, der viel krasser ist. Aber im Moment haben wir sozusagen diese Verkehre und die Kosten entstehen. Die sind nur ungleich und ungerecht verteilt. Mhm. Und sie führen dazu, dass die Leute ein Auto vorhalten und dann auch wann anders fahren, wenn sie nicht gerade jemanden bringen oder holen müssen, sondern die ganze Zeit. Das verstärkt sozusagen diesen Verkehr enorm. Das heißt also, wenn wir uns immer nur auf die Mikrokosten der kommunalen Haushalte fixieren, lösen wir das Problem nicht. Sondern wir müssen sagen, die Kosten sind da, die sind gesellschaftlich und sind auch durch die ökologischen Kosten da.
Und wir müssen jetzt praktisch das Geld so umverteilen, dass daraus ein sinnvoller und dann am Ende ökologischer Verkehr entsteht. Und da ist auch klar, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht ausreichen. Völlig. Wir kommen praktisch aus der Autogesellschaft. Wir sind praktisch Deutschland mit unseren vielen Autoproduzenten eine durch den Autoverkehr geformte Gesellschaft. Und das ist auch ganz stark in den gesetzlichen Grundlagen vorhanden. Aber wenn wir das nicht sprengen, dann rasen wir sozusagen in dieser Verformung in den Abgrund. Und insofern müssen wir diese Vorgaben unbedingt adressieren, müssen sagen, weg damit. Was hilft das? Das ist doch ganz schön. Ich habe das Gefühl, hier steht sich ein kleiner Mini-Konsens raus. Mehr Flexibilisierung beim Personenbeförderungsgesetz und mehr Geld, sei es für einen Rufbus oder einen Bergkönig, wie man es dann nennt. Ich würde zum Bergkönig sehr gerne auch kritischer. Ich würde nochmal sehr gerne. Mercedes, kofinanziertes Projekt und die App hat nicht, wie bei Ihnen, relativ wenig gekostet, sondern 52 Millionen Euro. Und kannibalisiert den Taxiverkehr. Das ist der Taxiverkehr. Entschuldigung, jetzt habe ich mich sozusagen reingedrängt. Aber der Taxiverkehr ist öffentlicher Verkehr. Das muss uns klar sein. Und wir könnten durchaus sagen, das ist kein, weil Taxis kein Privatverkehr ist und wir subventionieren das für bestimmte Zwecke oder geben jedem eine Handvoll Gutscheine aus und dann wird eben das hier vor Ort positionierte Taxi gerufen und dann braucht der entsprechende Haushalt kein Auto, weil er immer weiß, dass er jederzeit innerhalb von 5 oder 8 Minuten sein Taxi kriegt und dann nach Strausberg gefahren wird oder wo auch immer. Stichwort Tarif- und Beförderungspflicht bei Taxen. Da hat der Co-Autor das schöne Buch geschrieben, Berlin Taxistadt, also in Berlin nur noch Taxis unterwegs sein zu lassen, die Preise zu senken, also mit sehr vielen Vorteilen. Ich weiß gar nicht, das Buch ist untergegangen, das wird gar nicht mehr diskutiert, diese These von Winfried. Dass Sie das kennen, ja. Ja, ich bin klar gewesen. Ja, ja. Ich würde noch mal gerne auf die lokale Ebene eingehen. Also was wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass Kümmerer oder Kümmererinnen vor Ort sind. Also dass Mobilitätsmanagement wirklich runtergebrochen wird bis auf die kommunale Ebene, bis auf die dörfliche Ebene. Also da steckt, die Strukturen stecken da größtenteils noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt gute Beispiele aus NRW, da gibt es dieses Netzwerk Mobilität. Es gibt auch in Hessen Strukturen, die Mobilitätsmanagement anbieten, dass wirklich Menschen beispielsweise vom Land eingestellt werden, die sich mit der lokalen Situation auseinandersetzen und dann halt individuelle Lösungen erarbeiten. Und da finde ich das halt besonders gut, wenn auch Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden, die eben schon Ideen haben oder die zum Teil auch aus eigenem Antrieb diese Mobilitätsalternativen dann schon bieten, weil ich denke, es ist halt besonders wichtig, dass diese Verkehre halt in die öffentliche Hand kommen, weil ich denke, dass sich dann, ich meine, das Engagement ist super, weil ich meine, es gibt halt bis auf den MIV, also den motorisierten Individualverkehr, dann halt keinen anderen Verkehr, der halt eben auch diese kleinsten Dörfer andient. Und da denke ich, stemmen da halt die Bürgerinnen und Bürger schon eine sehr wichtige Aufgabe. Wichtig ist halt nur, dass den Kommunen halt klar werden muss, dass das halt eine öffentliche Aufgabe sein sollte und dass man halt diese Verantwortung für diese Verkehre eigentlich nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen sollte, weil die machen das ja eigentlich nur ehrenamtlich, die machen das ja aus eigenem Antrieb und kriegen dafür kein Geld. Aber eigentlich sollten die Kommunen dafür verantwortlich sein, die natürlich nicht im Stich gelassen werden dürfen, sondern halt dann auch von den Ländern und dem Bund dann eben mitfinanziert werden. Wenn wir ein bisschen bei den Stichworten Notlösung, was Sie ganz am Anfang leicht ketzerisch in den Raum Notwehr, dürfen. Ja, wir handeln aus Notwehr. Also Notwehr. Sie kriegen dafür nicht nur kein Geld, sondern sie bezahlen sogar dafür. Ja. Genau. Aber das ist ja auch Wert, den man heben kann, im Grunde genommen. Ja. Also so, als Planer. Ist ja auch viel Potenzial da. Also wir haben die Leute ja hier, die sich halt mit der Situation auskennen. Mhm. Warum soll man den Leuten denn nicht Geld geben, damit sie das halt eben in einem professionellen Rahmen machen? Liberalisierung des Personenbeförderungsgesetzes. Jetzt möchte ich gerne noch zum Baggersee kommen, weil ich das so schön fand. Konstruieren wir einen Baggersee, der sehr weit wegliegt von allem, mitten im Wald. Wie kommt da jemand hin, der eben aufs Auto verzichtet, weil das wollten wir ja, dass die Leute, also wir hatten ja jetzt mal die Prämisse gesetzt, die sollten zumindest vielleicht aufs zweite oder dritte Auto verzichten. Das heißt, brauchen wir dann Leihautos, brauchen wir Leihfahrräder, E-Bikes. Wir haben jetzt ein bisschen über, ich sag mal, Ridesharing gesprochen, aber noch nicht so sehr über das Leihen von Fahrzeugen.
brauchen wir auch das auf dem Land. Also Quatsch, das, mir Arena, das würde total angenommen werden. Also grundsätzlich ja. Ja, das mit den Leihautos, keine Ahnung. Also das ist schon jetzt ein sehr hohes Gut. Also ich finde die Idee mit den Radwegen, aber gut, das, ich kann es sagen, weil ich bin noch dazu in der Lage, Fahrrad zu fahren. Mhm. Radwege brauchen wir mehr wie diesen schönen hier nach Strausberg, da hast du ja völlig recht. Die Wege sind auch da, also als Feldwege, aber wenn man die dann asphaltiert, dann sind sie dann schnell auch wieder Quadrennstrecken. Also da kommen dann plötzlich andere Probleme, also kommen dann Kollisionen entstehen da drin. Also auf jeden Fall muss das Rad mehr noch in den Fokus kommen. Das ist mir schon durch meine Geschichte auch klar geworden. Mhm. Okay. Mhm. Es gibt ja 1 Million Kilometer landwirtschaftliche Wege und Feldwege. Also wir haben nicht nur sozusagen das Netz von den 13.000 Autobahnkilometern und dann die mehreren 100.000 Kilometer Straße sozusagen, Land- und Kreisstraßen, sondern das haben wir auch noch. Insofern bin ich jetzt nicht dafür, dass wir noch wahnsinnig viel mehr asphaltieren, um Radwege zu machen, sondern die Wege sind da, die müssen nur dem Radverkehr gewidmet werden. Und die anderen dürfen dann da nicht mehr fahren. Das wäre das Entscheidende. Klar, so ein Weg muss dann, wenn der Radverkehr dann rollt, auch ein bisschen gewartet und so weiter werden. Dann, das ist mit der Widmung verbunden, dass man dann auch die Pflicht hat, dort praktisch Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wer dann da die Verantwortung hat. Aber was den Baggersee, oder hier ist es ja wahrscheinlich dann eher ein eiszeitlicher See. Ja. Sorry, können wir ja aus dem Westen. Wir haben nur Baggersee. Betrifft, da ist es einfach so, natürlich gibt es Freizeitverkehr und es gibt auch Tourismus. Und das sind genauso Ziele, die ihre Berechtigung haben und die erschlossen werden müssen. Wir dürfen nicht nur sagen, eine Firma und Berufsverkehr hat eine Berechtigung und Freizeitverkehr muss man gucken. Da bekommt dann das Auto wieder eine neue Berechtigung. Das geht nicht, sondern diese Dinge müssen auch so erschlossen werden, wenn man praktisch diesen Freizeitwert allgemeiner öffentlich sind. Aber fahren die Leute in einem schlechten Sommer vielleicht nur 10-mal mehr oder 5-mal mehr? Also das ist ja dann doch die Frage, braucht man da nicht dann eben was Flexibleres? Weil da kein Bus fährt. Ja. Oder? Oder kein Minibus oder kein Rufbus. Ja. Oder man nicht mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, aber man kann mit dem Fahrrad hinfahren, sonst ist es praktisch, also wir dürfen auch nichts konstruieren, was es nicht gibt. Touristische Ziele muss man verkehrlich erschließen, muss man sich Gedanken machen, wenn man das fördern will, dass die Leute da mehr hinfahren, dann wird man auch den entsprechenden öffentlichen Verkehr dazu einrichten. Sie wollten noch was sagen, sorry. Ja. Ja, also ich denke schon, dass es wichtig ist, das auch als Fahrradwege zu definieren, sei es jetzt asphaltiert oder nicht. Weil Landwirte jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie gerne ihre Wege freigeben für Leute, die Freizeit dort verbringen wollen. Und die müssen dann tatsächlich auch zugänglich sein. Also da müssen dann Bäume weggeräumt werden, wenn die dann umfallen und so. Ne? Müssen auch gut ausgeschildert sein. Genau. Und abgesehen davon ist es auch eine Herausforderung, jetzt eben die Leute, die hier leben, die, sagen wir mal, keine Stadtsozialisation haben, überhaupt erst dafür zu interessieren, mit dem Fahrrad zu fahren. Weil meine Erfahrung ist, dass hier, selbst wenn man den Nachbarn drei Häuser weiter besucht, dass man den mit dem Auto besucht. Das ist einfach so eingebrannt. Und also, wenn ich meinen Sohn halt zur Kita gefahren habe, mit dem Fahrrad das nächste Dorf durch den Wald, haben mich nur alle angeguckt und so, oh, ist euer Auto kaputt. Also es ist wirklich eigentlich undenkbar, hier mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Und insofern gehe ich eigentlich mit einer Förderung nach einer Verkehrserziehung. Wahrscheinlich müsste man da in den Schulen anfangen. Weil also es geht einfach so weit, diese Identifikation mit dem Auto, dass es, also da kann man viele tolle Radwege machen und irgendwie Nahverkehr organisieren und so, aber dementsprechend steht immer noch die sehr enge Verbundenheit mit dem Auto. Andere Lösung, Sprit teurer machen, über den haben wir nicht gesprochen. Das ist eigentlich auch. Wir haben nur über Angebote gesprochen, nicht über den anderen Weg, sage ich jetzt mal. Sprit teurer machen ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also man macht ja nicht das eine Verkehrssystem besser, indem man das andere schlechter macht. Also klar, also ich meine, den Sprit teurer zu machen wäre eine Methode, aber ich denke, es ist halt besonders wichtig,
den Umweltverbund zu fördern. Das ist eben der Fußradverkehr und der öffentliche Verkehr. Und ich denke, was halt bei vielen Menschen auch noch gar nicht so angekommen ist oder vielleicht jetzt erst so langsam ankommt, ist die Multimodalität. Also ich könnte ja theoretisch auch, wenn jetzt der Bus die Möglichkeit dazu bietet, was halt auch noch nicht so der Fall ist, mein Fahrrad im Bus mitnehmen oder halt auf einen Busanhänger setzen. Also es gibt halt gerade in den Regionen, die halt touristisch dann eher erschlossen sind, auch ja, einige Busbetriebe, die eben diesen Service anbieten, der teilweise auch von den Landkreisen dann in den Ausschreibungen gefordert wird, dass eben diese Anhänger mitgeführt werden oder diese Träger, also die Busse, die haben dann hinten am Heck dann eben so einen Träger, wo ich dann mal 2-3 Fahrräder draufladen kann oder eben große Mehrzweckabteile, wo ich dann eben mein Fahrrad mitnehmen kann, die man dann halt eben von der nächsten Bushaltestelle bis zum Badesee dann mit dem Fahrrad fahre. Jetzt habe ich den großen Fehler gemacht, das große Thema, wie müssen sich Siedlungsstrukturen ändern, ans Ende zu packen, sodass wir jetzt keine Zeit mehr dafür haben, so wirklich. Da gab es, hatte ich auch das Gefühl, einen gewissen Konsens hier, oder? Dass man lokale Zentren schaffen muss, wo man eben vor Ort zum Arzt gehen kann, wo man vor Ort einkaufen kann, wo man vor Ort arbeiten kann, dass man eben Wege vermeidet. Ne? Es gibt ja auch solche Projekte. Also es gibt beispielsweise mit Dorf, das ist ein Projekt aus NRW, aber in Schleswig-Holstein gibt es auch diese Markttreff, also das sind halt kleine Lebensmittelmärkte, die vom Land mitfinanziert werden, also jetzt nicht die laufenden Kosten, aber zumindest halt die Initiierung dieser Läden, also dass dann praktisch die Läden umgebaut werden können oder gewisse Läden gebaut werden können. Das wird dann eben vom Land Schleswig-Holstein von der EU mitfinanziert. Und den laufenden Betrieb decken diese Läden dann eben ab durch den Lebensmittelverkauf. Aber das ist dann auch sozusagen Lebensmittelpunkt für das Dorf, weil das eben nicht nur Lebensmittel anbietet, sondern halt auch ergänzende Dienstleistungen, wie zum Beispiel auch manchmal ist dann auch ein Geldautomat dabei. Manchmal ist halt dann auch noch ein Allgemeinmediziner oder Medizinerin dabei. Oder manchmal ist dann halt auch ein kleines Café dabei, wo sich dann die Dorfbevölkerung treffen kann. Also dass ich dann einfach so einen Lebensmittelpunkt schaffe, wo die Bevölkerung zusammenkommt und dann halt so die grundlegenden Bedürfnisse befriedigen kann. Und so vermeide ich dann ja auch Verkehr. Also wie Herr Wassmann das auch schon sagte, vermeiden, verlagern, verbessern. Und da wären wir ja dann praktisch bei der ersten Stufe, dass ich dann, also ich sage ja eigentlich immer so, der beste Verkehr ist eigentlich derjenige, der halt überhaupt gar nicht entsteht. Also dass ich halt trotzdem mobil bin. Also ich meine, es gibt ja nochmal diesen Unterschied zwischen Mobilität und Verkehr. Verkehr ist ja eigentlich nur das, was ich messen kann, ist eben halt nur diese die Umsetzung der Aktivität. Aber Mobilität heißt ja, dass ich Gelegenheiten im Raum habe, die ich wahrnehmen kann, dass ich meine Bedürfnisse befriedigen kann, dass ich eben den Laden um die Ecke habe oder die Schule oder die Kita um die Ecke und halt eben nicht lange Wege, also nicht viel Aufwand habe, um diese Wege eben zurückzulegen. Mhm. Und da sind solche Projekte aus Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben es auch in Brandenburg, dann erzählen Sie mal. Das sind so ein paar Sachen jetzt. Stichwort Leihverkehr. Wir haben jetzt nur noch Zeit für diesen Punkt. Also wir haben in Brandenburg die Mittelzentren, wir haben in Brandenburg die GSPs, die grundregionalen Schwerpunktorte, die sind da, die werden sogar finanziell gefördert. Der Fehler aus dem alten Lab ist, dass die keine nachweisbare Umlandfunktion erbringen müssen. Also sie können die Gelder auch für sich selber, für ihren Zweck verwenden. Und das ist einer der Fehler, die da in dem ganzen System noch drin stecken, wo man jetzt überhaupt kann, dass es mal raus ist. Und das Problem Radmitnahme ist einfach, unsere Nahverkehrsmittel sind zu voll, die Räder passen teilweise gar nicht mehr rein. Das ist ein Fakt. Aber Anhänger, da kann man ja auch, das kann man ja skalieren, würde ich jetzt mal sagen, sozusagen, im Neusprech. Ein Anhänger auf dem Zug macht sich recht schlecht. Im Zug? Wir waren ja gerade beim Bussen, oder? Ja, beim Bus, unsere Busse einen Anhänger hier, sieht man in touristischen Bereichen, aber ansonsten ist das auch eine ganz besondere Ausnahme. Der BWG hat es tatsächlich aber auch nur am Wochenende und hat es angeboten. Ich weiß gar nicht, ob die es noch weitermachen. Also die hatten das mal. Die hatten zwei einfache Dinger. Da klappt vorne so eine Art Gabelstapler runter. Vorne vor der Scheibe und dann werden zack, 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 die Räder draufgepackt und dann fährt man weiter. Ja, und ich meine,
Angebot schafft auch Nachfrage. Also wenn die Leute halt sehen, dass halt sowas gemacht wird, dann kommen auch viel mehr Leute mit ihren eigenen Rädern an. Also ich wäre da gar nicht so pessimistisch. Also ich glaube, Bedarf ist da auf jeden Fall da. Und wenn es angeboten wird, wird es auch genutzt. Also das sieht man ja generell beim Verkehr auch. Ich meine, wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Warum soll das denn eigentlich beim öffentlichen Verkehr nicht so sein und bei den Fahrradanhängern genauso? Okay, und wer Kollektive mit gutem Internet sät, wird der Homeoffice ernten? Jetzt, ich würde gerne nochmal zur Siedlungsstruktur. Ich glaube, es verändert sich auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird nicht dieses Verkehrsproblem lösen oder vollkommen verlagern. Dieser Berufsverkehr, der wird, ich meine, das ist auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die dieses Privileg haben, glaube ich, so arbeiten zu können, dass sie flexibler sind. Aber ich glaube, man sieht schon auch bei Projekten wie Predico oder sowas, es wird zumindest weniger. Es ist nicht mehr, keiner hat Lust, jeden Tag nach Berlin reinzufahren. Also ich glaube, viele denken darüber nach, eben es reicht ja, wenn ich das zweimal die Woche oder sowas mache und dabei noch meine Erledigungen mache und den Rest kann ich von zu Hause. Also klar ist das eine Tendenz und die ist da und der Breitbandausbau fängt ja jetzt auch so langsam an. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer nur ein Teil dessen, was, Teil der Lösung, ein kleiner. Ja, die Zahl der Wege, das möchte ich nicht. die Zahl der Wege, die Ziele, die man sozusagen erreichen möchte, die ist ja im Grunde genommen konstant geblieben, seit 50, seit 70 Jahren. Nur die Wegelänge. Die meinen, die jeder einzelne Mensch. Ja, genau, ich muss zu Bäcker, ich möchte in Urlaub, ich möchte sozusagen zu meiner Arbeit und einkaufen, diese Dinge. Aber die Wegelänge hat sich etwa verzwölffacht. In den letzten 55 Jahren. Auch Winfried Wolf, der das ausgearbeitet hat, schon früh. So, und jetzt geht es um die Siedlungsstruktur, die natürlich maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass diese Verzwölffachung wieder zusammenschnurrt. Mhm. Und wir jemals wieder auf die 100% von damals, von den 1200% kommen, das wissen wir nicht. Aber das ist unbedingt ein ganz wichtiges Ziel. Wir dürfen nicht mehr einfach sagen, es ist ganz egal, wer wo wohnt und arbeitet. Wir lassen zu, dass Tesla irgendwo in der Pampa ist und schaffen einen riesigen Verkehr ringsumher und da ist nichts, kein öffentlicher Verkehr. Die nächste Takt ist sozusagen irgendwie 6 Kilometer weiter. Der darf sozusagen da seine Genehmigung gar nicht kriegen, wenn es keinen adäquaten Anschluss an den öffentlichen Verkehr gibt. Also diese Zersiedlung von Arbeit und Wohnen, dem müssen wir auch Steuern entgegenwirken. Und da komme ich noch zu zwei sozusagen Polen. Wir haben es im Verkehr im Gegensatz zu anderen Bereichen mit etwas zu tun. Da darf geplant werden. Verkehrsplanung ist ein Begriff, der ist relativ gesellschaftlich akzeptiert, ohne dass jemand auf den Gedanken kommt, das ist ja Planwirtschaft, da so weit vorauszudenken, 5 oder 15 Jahre. Das ist im Verkehr allen klar, dass man das machen muss. Man muss vorausdenken, wann irgendwo was fährt. Man richtet die Buslinie von vornherein ein und am Anfang sind noch nicht viel drin und dann füllt sich das. Oder auch Straßenbahnverkehre, die sich ab 15.000 Einwohnern in den Mittelzentren durchaus lohnen und dann weit rausfahren können, auch dann bis in den Ort, der nur 5.000 hat. Also das ist praktisch Siedlungspolitik, die wir machen können und die wir vorausmachen. Und wenn wir jetzt den noch größeren Plan da dran halten, den die Weltgemeinschaft, sag ich mal, mit dem Pariser Klimaabkommen gemacht hat, das ist ein Plan. Das ist ein ganz ehrgeiziges Ziel der Konversion der Wirtschaft und Gesellschaft zu sagen, wir werden keine Emissionen mehr haben, Treibhausgasemissionen bis 2050 und 1,5 Grad Ziel einhalten. Das heißt also, darauf hinzuarbeiten, das muss man im Voraus machen und man muss die Mittel dafür einsetzen, die man hat. Und auch da können wir guten Mutes sein, denn wir haben enorme Mittel. 45% unserer Volkswirtschaft in Deutschland und in den anderen Nachbarstaaten ist es ähnlich, sind praktisch erhoben über Steuern, Gebühren, Abgaben etc. pp. Das ist entspricht etwa unserer Staatsquote. Nur werden bedauerlicherweise, also wir könnten praktisch, wenn wir jetzt mal Materialkosten absehen, könnten wir 45% der Erwerbsbevölkerung zum Durchschnittslohn beschäftigen. Die könnten alle Busfahrer und Straßenbahnfahrer
Leute sein, die sozusagen die Soft Skills im Verkehr, also Verkehrserziehung finde ich ein bisschen streng, weil das Beispiel funktioniert ja anders. Es gibt Erhebungen, wo man die Leute befragt, diese Strecke, wie seid ihr die gefahren, wie sind sie die gefahren mit dem Auto? Und da gibt es 10% dieser Verkehre, manchmal wenn man es kann, was muss, dann ist es klar, da muss man im Auto fahren, wenn es keine Alternative gibt. Aber 10% dieser Verkehre sind gleichwertig zu Fuß oder mit dem Auto. Die Leute sagen, für mich ist es eigentlich egal, manchmal mache ich es so, manchmal so. Die können sofort verlagert werden und dann kommen nochmal 15%, die auch relativ leicht verlagert werden können, dann aufs Fahrrad. Und die Leute wollen das auch, wenn man sozusagen ihnen dann nahelegt, das geht und die Entfernungen sind kurz. Also dafür könnte man auch 1000 Leute einstellen in einem Landkreis, sage ich mal überspitzt. Das heißt also, die Mittel sind da. Diese 45%, die wir haben, verwenden wir allerdings eben nur für etwa 15% im öffentlichen Bereich. Und den Rest geben wir dann aus an Firmen, die irgendwas machen, die sozusagen die Busse nicht so fahren lassen, wie wir wollen. Und da müssen wir, denke ich, die Steuerung wieder übernehmen und müssen sagen, das Geld wird ohnehin von uns erhoben, es geht um unsere Bedarfe, es ist unsere Daseinsvorsorge und wir müssen es dahingehend steuern, dass es auch dann den öffentlichen Interessen, der öffentlichen Daseinsvorsorge, dem öffentlichen Verkehr dient und letzten Endes dem übergreifenden Ziel sogar der Bewahrung der Menschheit durch Einhaltung der Pariser Klimaziele. Vielen Dank. Uns fehlt jetzt ein bisschen die Zeit, um diese Fragen auch noch zu diskutieren. Ich halte mal fest, flapsig, wir brauchen einen Plan. Wir haben aber auch ein paar konkrete Punkte genannt. Wir brauchen bessere Busverbindungen. Wir müssen gucken, dass wir den letzten Meter organisieren oder die letzten 2 Kilometer. Und dafür brauchen wir wohl eine größere Flexibilisierung. Denn mit dem gegenwärtigen Personenbeförderungsgesetz wird es schwierig. Das ist so, was ich jetzt mal mitnehmen würde. Und natürlich, wir wollen eine andere Siedlungsstruktur, damit die Wege wieder kürzer werden. Und eine andere Art des Wirtschaften und Lebens auf dem Land. Das wäre jetzt so meine Quintessenz. Ich danke Ihnen nochmal allen sehr. Ich hoffe, es hat auch Ihnen allen Spaß gemacht, natürlich vor allem. Sie sind die, die ich sehe. Und ich hoffe, es hat auch allen, die zugucken, Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke.